So, herzlich willkommen. Jetzt frage ich nochmal alle, bin ich gut zu verstehen? Ja. Ist die Adeline auch gut zu verstehen? Bin ich gut zu verstehen? Ja. Der Ariel ist auch gut zu verstehen? Ja. Ja, prima. Sehr. Wunderbar. Also herzlich willkommen zum zweiten Live-Interview im Rahmen von der Reihe In General. Es ist ja doch noch relativ voll geworden, obwohl es so warm draußen ist, mussten wir hier drinnen aufbauen, weil draußen noch parallel eine Party stattfindet, was wir gerade eben erst erfahren haben. Die haben aber gesagt, sie freuen sich dann später auf zahlreiches Erscheinen. Da gibt es dann auch Bier und wir haben den Würstchengriller da. Also bitte nicht gleich weglaufen, noch eine Wurst essen, dann freut er sich auch. Es ist die beste Wurst von ganz Rhein-Main. Auf jeden Fall. Wir haben heute Abend Ariel Ausländer eingeladen, ein bisschen was über sich zu erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch war letztes Mal dabei, als Günther Pfeiffer gesprochen hat. Ah ja, dann haben wir doch etwas wechselndes Publikum. Das ist ganz gut. Jetzt fängt es an zu pfeifen. Ja, heute ist Party daher. Ja? Heute ist Party draußen. Ja. Ariel, du warst heute den ganzen Tag in der Kommission vom Städtebauer-Diplom arbeiten, ja? Wie war's denn? Ah, ich habe viel gelernt. Hast viel gelernt? Du hast mir erzählt, dass du da mitmachen musst, weil du dich so gut auskennst mit Städtebau. Nee, ich war nicht gewählt. Also ich finde mal so klug, mich nicht zu wählen für diese Kommission. Also ich musste als Vertreter da heute eintreten. Also, und das ist spannend, das ist meine erste Kommission gewesen, also in Städtebau. Und das ist spannend, da habe ich viel gelernt. Hast du dich auch rege beteiligt an den Diskussionen, die da stattgefunden haben? Nee, bei der Notengebung. Bitte? Bei der Notengebung. Okay. Kann ich angeben, ein bisschen. Hast du das Gefühl gehabt, dass Dinge, die du den Studenten beigebracht hast im Rahmen deiner Lehre, dass die da zur Geltung gekommen sind bei den Städtebaulichen? Oh. Okay. Gut, es wurde gesprochen über Themen, die wir irgendwann angesprochen haben, also Komposition und so weiter. Ob sie angewendet wurden, weiß ich nicht, aber es wurde gesprochen. Darüber haben wir gesprochen. Also es wurde immerhin thematisiert. Mhm. Ariel, wir haben ein bisschen nachgelesen und du bist 1959 geboren in Buenos Aires. Jawohl. Das heißt, du bist in den 60er Jahren in Argentinien aufgewachsen. Ja. Kannst du ein bisschen erklären, was das bedeutet, 60er Jahre Argentinien? Ich glaube, da wissen wir alle recht wenig drüber. Eine super Stadt, ein sehr, sehr spannender Ort. Diktatur und dann hat sich das Leben komplett verändert. Und hat mein Leben geprägt in Buenos Aires, die echt eine sehr schöne Stadt ist, ein fantastischen Ort mit großen Traditionen, was die noch lebendig sind und so weiter, die wurde nur geprägt von dieser Militärdiktatur. Und das war meine Jugend in Buenos Aires. War die Stadt damals schon so groß wie heute? Die Stadt ist riesig, ja. Das ist groß, glaube ich, besser. Die Stadt ist riesig, wie ein Spiegelei, also erweitert sich immer weiter und weiter. Es waren damals 11 Millionen Menschen, ich weiß nicht, wie viele jetzt sind. Und ich war immer im Kern, ich war immer mit in der Stadt, hört das gut? Also es bleibt ein bisschen. Und ich wohnte immer mitten in der Stadt, also in Palermo heißt das Ding. Und mein Vater hatte so mit meinem Opa und mein Onkel das Arschloch eine Geschichte im, muss ich das öffentlich sagen, damit jeder weiß, das ist die erste Gelegenheit, die ich habe, ihn so öffentlich zu beschimpfen, ja, das ist doch wunderbar, das muss ich ausnutzen. Und den hatten so einen Holzbetrieb, auch mitten in der Stadt in Buenos Aires, in einem alten jüdischen Viertel in Buenos Aires. Und wir waren von dort ein bisschen weg in ein sehr, wir haben immer sehr schön gewohnt, mitten in der Stadt, ja, in der Nähe vom Botanischen Garten. Und spannend war die Schule. Also die Grundschule war okay, das war eine Grundschule. Und alle, die Argentinien laufen alle im weißen Kittel zur Schule. Wir müssen, das ist eine ziemlich intelligente Entscheidung, weil dadurch, durch diesen weißen Kittel, werden alle sozialen Unterschiede
irgendwie kaschiert. Da merkt man gar nicht mehr. Man merkt das doch, aber erstmal sind wir alle gleich. Ja? Und so läuft das oft in Argentinien. Erstmal ein weißer Kittel drüber, das sehen wir alle gleich, aber wir sind alle weniger gleich als andere. Warst du denn auf einer öffentlichen Schule? Ja, immer. Als Kind? Ja. Und wie war das? Gehörtest du dann eher zu denen, die mit dem weißen Kittel ihre teuren Kleider verbergen mussten? Oder nein, ich nicht, mein Bruder eher, aber ich nicht. Was haben deine Eltern denn gemacht zu der Zeit? Meine Mutter ist Künstlerin. Sie hat viel gezeichnet. Sie hat so Keramik hat sie gemacht damals. In den 60er hat sie noch Keramik gemacht. Getopfert. Daher musste ich auch topfern, wie meine Mutter. Und dann wurde immer stärker zeichnen und Bildhauern eher so in die andere Richtung. Und mein Vater hat die Familie, hat alles geschultert. Mein Vater ist eine eher komplizierte Gestalt in der Familie. Wie äußert sich das? Mein Vater ist ein hochbegabter Mensch, ist ein phänomenaler Mathematiker und so weiter und hat eine fantastische Karriere in der Uni gemacht, im Gegensatz zu aber hat sein Diplom nicht gemacht. Nicht. Zwei Wochen vorher hat er abgebrochen. Und das hat eine lange Geschichte, also musste man der Hintergrund meines Vaters, meine Großeltern kamen aus Polen nach dem Ersten Weltkrieg, in der 20er Jahren ausgewandert aus Polen, aus Warschau. Und die hatten eine vierköpfige Familie. Und das war eine sehr harte Familie, die sehr, sehr viel intensiv gearbeitet haben. Ja? Also typischen Satz von meinem Opa war, was willst du machen? Ah, ich will Ingenieur werden. Ja, ich will, damals wollte er Air Conditioners bauen, Klimaanlagen bauen. Mein Vater, mein Opa sagt, hier in der Firma alles, außerhalb der Firma nichts. Die Firma gibt's nicht mehr. Das war klar, also das war eine Welt, eigentlich, ja, vom vorigen Jahrhundert, aber richtig schon merkwürdig in der Hinsicht. Die waren sehr, sehr streng, sehr, sehr streng. Mein Vater ist in diesem Milieu aufgewachsen und meine Mutter hat ihm sehr geholfen und rausgeholt aus dieser Geschichte und seine Karriere immer gefördert. Aber es hat nicht gereicht. Und dann kam mein Opa mutterlicherseits und hat ihm die Möglichkeit gegeben, eine Familie zu ernähren. Und das hat er gemacht. Und der Preis war mein Onkel. Du bist. Also, wenn man aus so einer Familie kommt, die hart arbeitet und die Mutter doch sehr künstlerisch veranlagt ist, wie durchlebt man dann das Gymnasium so mit 14, 15, 16? Geht man zur Schule und ist man fleißig? Na, oder beschäftigt man sich die ganze Zeit mit Aktzeichnen? Ich war nicht. Nee, Aktzeichnen geht später los, geht mit 15 geht los. Die ersten Jahre waren sehr politisch geprägt. Bei uns war alles sehr, sehr politisch geprägt. Also 1973 kamen die Peronisten an die Macht und das war merkwürdig. Ich hoffe, kein Argentinier sitzt hier, weil wahrscheinlich werden wir steinigen. Aber ich bin nicht so besonders Peronist, eigentlich eher Anti-Peronist, weil das eigentlich war der typische Wolf in Schafpelz, die ganze Geschichte. Mit dem Hintergrund eine soziale Geschichte für die arme Bevölkerung und so weiter und so fort. Eigentlich war vom Hintergrund her öffentlich sogar gesagt von Juan Domingo Perón, also er orientiert sich an Benito Mussolini, ja, was nicht gerade eine einfache Persönlichkeit war. Und unter diese 73 kamen die an die Macht. Und dann hat sich die Schule, also mein Gymnasium, extrem politisiert in kürzester Zeit. Also da gab es nichts zu lernen, es gab nur Assemblea, waren wir immer draußen. Und Assemblea ist Versammlung. Und da war immer Galopp. Ja, es wurde sehr schnell politisiert, in diesen ganzen sozialen Themen waren wir alle sehr fit, in Mathe weniger. Musstest du denn arbeiten als Jugendlicher? Mein Vater hat das nicht zugelassen. Ich lese mein Vater hat ja gesagt, ich wollte immer arbeiten.
Mein Bruder wollte auch arbeiten. Etwas später, also nicht mit 13, aber wir wollten arbeiten. Mein Vater hat gesagt, deine Arbeit ist das Studium. Und ich sagte, Papa, das ist scheiße, also das will ich nicht. Ich möchte schon ein bisschen arbeiten, ich will raus, ich will anderes, keine Ahnung, was ich machen will. Also eher arbeiten. Auf jeden Fall, auf keinen Fall in der Firma, weil mein Vater war unmöglich, war ausgeschlossen. Aber irgendwo was tun, unmöglich. Die Firma war ein Holzhandel, hast du mal erzählt. Ja. Ne? Du hast aber trotzdem mit 14 Jahren angefangen zu arbeiten, allerdings nicht für Geld, sondern eher gegen Geld. Ne? Du hast in einem Künstleratelier angefangen. Genau, mit 14. Mit 14. Erklär das doch bitte mal, wie das funktioniert, dass man arbeitet. Das funktioniert so, dass du in Argentinien, ich glaube in ganz Südamerika, aber schon in Italien habe ich sowas nicht kennengelernt, aber dass der Künstler, viele sind Professoren an verschiedenen Hochschulen oder unterrichten und so weiter, und das, was sie verdienen, anders als in Deutschland, reicht für nichts, nicht mal für die Fahrkarten. So ist die Situation in Argentinien, auch für Lehrer, also es ist extrem, alles anders. Deswegen manchmal rege ich mich ein bisschen auf und ich bitte um Nachsicht, was für Möglichkeiten man hier hat und die werden nicht erkannt. Ja? Und ich kenne auch die andere Möglichkeit, also Schulen, große Schulen mit enormen Traditionen und so weiter, die kein Geld haben für eine Glühbirne, ja? Also oder für Licht. Und die Situation war so, dass alle Künstler in Argentinien, oder die meisten Künstler in Argentinien, Künstler auch mit großen Preisen und so weiter, hatten die Ateliers. Talleres nennt man die. Und die werden besucht zwei, dreimal, vier in der Woche, je nachdem. Maki hatte ein Atelier, der hat Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und Montag war Ruhetag sozusagen. Also, bis Samstag hat er gearbeitet. Maki, das ist Aurelio Maki, ein Bildhauer. Ein Bildhauer. Ja. Ich habe das recherchiert, die Werke. Also ich dachte, die sehen den Sachen ähnlich. Null. Aber du hast gesagt, das stimmt gar nicht. Ja? Aber ich hab ja keine Ahnung. Ich habe nur Pferde gesehen und dachte so, ah, die Pferde, da kommen sie her. Und die waren auch gestapelt. Also, aber das ist... Gestapelt für die Lieferung, oder? Nein. Ach so. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Aber du sagst, das hat dich jetzt nicht direkt beeinflusst, die Arbeit bei Nee, Maki hat mich enorm beeinflusst. Also Maki hat eine sehr, sehr traditionelle Schule, sehr strenge Schule. Also die Schule war sehr, sehr, hat von uns viel, viel gefordert. Wir haben viel, viel gezeichnet. Und der war schon relativ streng, also er war schon, er konnte schon grob werden, ja. Das ist aber typisch, also alle Bildhauer sind oder Kunstlehrer sind schon relativ streng. Aber wir haben ihn geliebt. Das heißt, du hast eine ganz autoritäre Ausbildung da genossen, kann man das so sagen? Gut, also es war autoritär im Sinne von, er war eine Persönlichkeit mit viel, mit ganz prägnante Überzeugung und die hat er weitergegeben. Überzeugen nein und überzeugen ja. Alles, was okay war, war super. Alles, was nein war, war Katastrophe. Ja? Und das hat mir nicht besonders geholfen, bis, sage ich mal, schon was wir vor kurzem, bis vor ungefähr vor 10 Jahren oder 15 Jahren hatte mich von dieser Schule befreit. Also in den 70er Jahren war Beuys kein Thema in Argentinien. Also das war klassische Bildhauerei nach den alten Regeln. Ja, klassische Bildhauerei war zum Beispiel nicht Friedhof-Bildhauerei. Das war verpönt. Sondern? Das sagt ihr nicht, aber Satkin, Osip Satkin, Julio Fontana, das war die Form, Picasso teilweise. Aber das ist eine Schule, die kommt von der Form, sehr expressionistische Schule, sehr starke Schule, mit Wurzel ganz tief in Europa, ja, in eine Geschichte, also auf jeden Fall in eine europäische Geschichte, aber nicht gefährlich. Ganz anders als in Italien, was ich dann später erlebt habe. In Argentinien war der Markt, also wenn ihr die Skulpturen von Osip Satkin, die stehen in Den Haag und so, es ist ein Rodin, Mayol. Gut, aber es ist schon ein bisschen langweilig. Was hast du denn in dem Atelier machen müssen? Muss man sich das so vorstellen, dass du dann quasi deinen eigenen kleinen Tonklumpen hattest? Nee, ich durfte nicht modellieren. Ich durfte nicht modellieren, die ersten vier. Ich durfte nicht modellieren, ganz ausdrücklich. Bis irgendwann hat er gesagt, jetzt darfst du.
Wie lange? Und das erste Ding, was ich gemacht habe, habe ich ihm mitgebracht und dann sagte er, was ist das, ein Omelett? Nein, das ist eine Figur, das ist ein Omelett. Wie lange warst du denn bei ihm im Atelier ungefähr? Intensiv 3 Jahre. Drei. Also ich habe mit 14 angefangen, mit Pausen und zwischen 18 und 22 habe ich die Tür aufgemacht. War das die einzige künstlerische Ausbildung in Argentinien oder warst du dort? Nein, es gab viele andere. Und ich habe 2 andere besucht. Also ich habe einen Maler auch besucht, Weinstein, auch ein Italiener. Das ist nicht angekommen, ist okay. Und Victor Chard. Nein, ist nicht angekommen, stimmt. Bist du nicht zwischendurch auch irgendwie in die Schule gegangen, während du da gearbeitet hast, oder hast du das schleifen lassen? Ja. Also, du warst ein guter Schüler. Warst du ein guter Schüler? Nein. Nein. Aber du hast dein Abitur relativ geradeaus durchgezogen, oder gab es irgendwelche Brüche? Bis ich rausgeschmissen wurde, ja. Okay. Und dann in der letzten Schule habe ich das fertig gemacht. Du bist von der Schule geflogen? Ja. Hochgang. Warum? Ich habe die Krawatte ausgezogen. Was in einer Militärdiktatur nicht so ganz einfach ist, wenn du das machst. Und dann habe ich die Krawatte ausgezogen, dann kam der Polizist mit so einer Pistole und hat gesagt, setz dich hin und warte mal ein bisschen. Und eine halbe Stunde später war ich raus. Als subversive Person. Und warum hast du das gemacht? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich hatte die Nase voll. Und ich war sehr verliebt in ein Mädchen. Gabriela Pastorino. Ich war unsterblich verliebt. Gabriela Pastorino war eine Bombe. Es war super schön. Und die wollte von mir nichts wissen. Und dann glaube ich, irgendwo tief in meine Psyche habe ich das provoziert. Und ich hatte die Schule sehr oft geschwänzt. Ich war immer im Kino und so weiter. Ich war mit Freunden in Cafés. Und ich hatte einen sehr guten Freund, der ist heute Abgeordneter in Buenos Aires. Solche Typen, da war ich sehr gerne draus. Und ich war ein bisschen an der Grenze, also wir durften pro Jahr 25 Mal von der Schule fehlen und ich war immer bei 24,3. Also ganz, ganz an der Kante. Ja. Und da an den Tag bin ich zu spät gekommen und dann hatte ich die Nationalhymne verpasst. Das heißt? Es wurde immer gesungen, ja, mit Abstand und so weiter und dann alle, das hatte ich verpasst. Und kam ich rein und ich glaube Geografie oder sowas, weiß nicht, und der Typ war noch nicht da, der Prof, der Lehrer. Und wir hatten Aufpasser, auch alle Soldaten und so weiter, oder mit solchen Hintergrund. Er hat gesagt, Ausländer, sie sind heute nicht da. Und sagt, das ist mir zu schwer. Ich glaube, ich bin da. Aber sie sagen, ich bin nicht da. Und wenn ich nicht da bin, dann versuche ich mir das Problem zu lösen. Weil wenn ich nicht da bin, bin ich aus der Schule geflogen. Ich bin schon bei 24. Und bei 25 fliegt man raus. Dann möchte ich das wissen, weil wenn ich raus bin, will ich hier keine Minute weiter verbringen. Ja? Also so schnell wie möglich klären wir die Sache. Und die Stunden gingen und gingen, und dann hatten wir Chemie und so weiter. Und ich war nicht so begeistert von der ganzen. Abgesehen davon war eine Stimmung da drin, unglaublich. Wir waren alle bewaffnet, muss man sich vorstellen. Wir waren 16 Jahre alt, 15 Jahre alt, waren alle bewaffnet. Kam die Polizei in der Schule mit solchen Kanonen, also es war nicht gut. Du hast aber trotzdem, Entschuldigung. Naja gut, und dann bin ich zum Vizerektor und dann habe ich ihm gesagt, also bin ich drin oder bin ich nicht drin? Also ich habe auch, wir hatten auch Philosophie im 5. Jahr. Da war ich gerade 17. Und dann hat der Philosophie gesagt, bin ich da, wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da. Also das ist irgendwie, das, so habe ich das gelernt in Philosophie. Er hat gesagt, machen Sie mit mir Ironie. Und sah aus wie ein Pinguin, der Typ, also das war ganz komisch. Und der hat gesagt, nein, aber ich möchte es wissen, also, sonst gehe ich. Und dann habe ich die Krawatte ausgezogen. Hat Gabriela das auch mitbekommen? Oder nein, hat das gar nichts gemacht? Gabriela hat mich angerufen am Tag danach und hat gesagt, du bist verrückt. Und ich sagte, ja, stimmt. Und dann?
Und das war's. Das war, dann hat sich in einen anderen Ariel verliebt, mit dem hat er, ist sie nach London, also die Geschichte von Gabriela ist auch, es ist lieber in eine ganz andere Richtung. Ich habe sie nie wieder gesehen. Wir laden sie mal ein andermal. Ja. Du bist, du hast 78 trotzdem Abitur gemacht in einer anderen Schule. Mhm. Da war ich super. Die war super. In der Schule war ich super. Ach so. Wie hat sich denn das entwickelt, dass du dann nach Europa kamst? Wann bist, du das erste Mal nach Europa gekommen? 82. 82? Also nee, zu Besuch war ich schon früher hier mit meinem Bruder. Und wo warst du das erste Mal? Also wir waren sicher in Paris. Ja, dein Bruder war in Paris, oder? Mein Bruder war in Paris, no. Ich war 78, war ich raus, wie war die Geschichte? Das ist ewig her. Also 78, glaube ich, war ich in Israel. Und ein Jahr später, glaube ich, war ich zum ersten Mal in Europa zu Besuch, kurzer Zeit. Aber jetzt verwische ich mal ein bisschen, weil mein Bruder hat mich später in Italien besucht und ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall mit 18 war ich in Israel, das weiß ich. Aber du kommst aus einem Land, wo viele Waffen waren und bist dann in ein Land gegangen, wo wieder viele Waffen waren? Warum? Also dein Bruder ist nach Paris gegangen, du bist nach Israel gegangen? Ja. Also irgendjemand hatte was falsch gemacht, oder? Ja. Wo warst du denn in Israel überhaupt? In den Golan. Schöne Gegend. Guter Wein. Was für Flugzeuge. Was hast du da gemacht? Ich habe da Müllabfuhr gemacht. Also du warst in einem Kibbutz? Ich war in einem Kibbutz, ja. Es war ein Plan, das war ein Kibbutz. Also aus der ganzen Welt. Das war so sozusagen die das Magnetprogramm von den Israelis aus der ganzen Welt hieß Taputzim, dieses Programm. Taputz ist Orange und mein Kibbutz hatte keine Orange. Und die Kibbutzim, die Orangen hatten, die hatten ein super Leben mit Kino, Theater, Disco abends und so weiter und wir hatten das Ganze nicht. Bei uns war eher so proletarisch, aber ich habe es nicht gewählt, da wurde hingeschickt. Und da war ich 2 Monate. Und dann bist du wieder zurück? Oder bist und du dann bin ich wieder zurück. Viele sind da geblieben. Viele sind da geblieben. Und also du hast dich ja bitterlich beschwert darüber, dass dein Bruder so lange in Paris war und der hatte... Mein Bruder hat das immer anders gemacht. Mein Bruder hat das anders gemacht. Mein Bruder war immer bon vivant. Ich sage mal so, also ich war 18, mein Bruder war 20 und ich war 17 und mein Bruder war 19, so ungefähr. Und, und dann sagen... Mein Vater wollte uns immer wegschicken, macht Erfahrung, schickt uns weg. Das wusste ich mir nicht, also hat dabei unglaublich gelitten, also waren 2 Monate für ihn, waren schrecklich. Mein Bruder war in Europa und ich war in Israel. Und als wir zurückkamen, hat er geweint, das sehe ich heute noch. Hat geweint wie ein Kind, aber hat uns immer rausgeschickt. Macht Erfahrung und so weiter. Und dieses Dandy-Leben, so ein bisschen Paris, London und Monte Carlo und diese ganze Geschichte, was mein Bruder immer gemacht hat, da konnte ich nicht rein, das passte nicht zu mir. Ich wollte immer ein bisschen... Nein, das passt überhaupt nicht zu mir. Ich muss ein bisschen rauer sein, ich muss ein bisschen proletarisch sein, sozialistisch sein. Vollkommen bescheuert. Und deswegen bist du dann auch nach Carrara gegangen, nach genau. Italien. Ja. Weil die Möglichkeit war, nach USA gehen, mein Bruder ist dann später nach USA gegangen, nach London gehen oder nach Italien gehen, die Werkstätte, also richtig Bildschauerei, richtig kennenlernen. Aber das ist doch so gar nicht proletarisch in Carrara, oder? Doch. Die reden kaum Italienisch, also ich musste nochmal Italienisch lernen dort, oder da die Sprache. Also es ist schon ein spezielles Volk. Faszinierend. Also Carrara war super. Aber es war nicht jetzt die Schule, eine Kunstakademie, wie man sich wie später in München war. Es war nicht so eine Kunstakademie. Es war ganz anders. Ganz anders. Ich persönlich habe da viel gearbeitet. Die Schule von der Struktur her hat viel angeboten, aber nur auf eigene Initiative. Also von sich aus, die Schule hat nichts angeboten oder sehr wenig angeboten. Bodini war damals schon da, da habe ich ihn kennengelernt. Ich habe ihn in Carrara in 5 Jahren 10 Mal gesehen. Du bist hier also 5 Jahre lang hast du in Carrara studiert.
Und wie muss man sich das vorstellen? Hattest du dann da deinen eigenen kleinen Tonklumpen, mit dem du modellieren durftest? Oder war das dann auch, musstest du dann auch erstmal die Arbeit? Gar nicht, von Anfang an hattest du. Also ich kam schon mit viel, viel Background. Also ich hatte die Tageres besucht 6 Jahre lang, also sehr intensiv 3 Jahre lang. Ich konnte schon relativ gut zeichnen, ich konnte schon ein römisches sehen, also ich konnte schon einiges. Ich war in einer eher bessere Position als meine ganze Kommilitonen von der Sache. Also die Ausbildung bei Maki war sehr gut. Dann hatte ich ein Jahr Kunstakademie in Buenos Aires gemacht und das konnten sie einfach nicht leisten, weil da war nichts. Ja, also vor allem kein Geld. Und alle waren demotiviert und so weiter. Das Beste war die Cafeteria. Und meine Freundin. Die war auch gut. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, hier, das ist verlorene Zeit, hier lernst du nichts. Da kommst du nicht, da passiert gar nichts. Und wenn man schon Bildhauerei machen will, und so schwer, und war schon damals sehr schwer, die Perspektive, mein Leben wird sich mit Kunst irgendwie, werde ich versuchen, mit Kunst Geld zu verdienen oder mein Leben irgendwie zu gestalten mit Kunst, dann mindestens richtig lernen, ja. Also einen Beruf haben, weil sonst wird es sehr schwer sein. Und das hat Carrara angeboten. Und ich bin angekommen, Carrara Venza, nein, ich bin in Rom angekommen, Fiumicino. Dann bin ich sofort zu Termini gefahren und sofort den Zug nach Carrara. Ich bin in Rom nicht mal 5 Minuten geblieben. Ich wollte sofort Carrara, ich wollte ankommen. Dann habe ich den Zug genommen, war in Carrara, bin ich angekommen. Und ich konnte nicht mal die Sprache. Und dann habe ich angefangen, irgendwie mich zu bewegen, ein paar Freunde besuchen und so weiter. Und dann habe ich ich bin in Carrara, ich wollte mir Zeit lassen. Die Schule fing im September an und ich bin im Juni angekommen. Und die 3 Monate hatte ich schon angefangen, Ateliers zu besuchen, ein bisschen zu jobben. Und das war alles schwarz. Alles mit dem Presslufthammer ein bisschen gearbeitet. 10.000 Lira, 20.000 Lira. Und immer schwarz. 5 Jahre schwarz gearbeitet. Ich hatte einen argentinischen Pass, also alles war verboten. Da hast du also das ganze Studium über nebenbei gearbeitet? Ab und zu hat mein Vater aus Argentinien was geschmuggelt, da durfte er auch kein Geld schicken, weil die Argentinier gerade in dieser Zeit die ganze Vermögen sozusagen zugesperrt hatten, die Wiesenflucht und so weiter. Dann konnte mein Vater kein Geld schicken, durfte er nicht. Also er durfte das unterstützen, das war für ihn bestialisch. Es gab kein Handy, es gab kein EC, es gab das ganze Zeug gab es nicht, das kam später. Ja. Heute, Ausland ist immer schwer und was weiß ich, aber damals war die Wüste, warst du alleine. Aber konntest du da überhaupt ordentlich studieren, wenn du die ganze Zeit jobben musstest? Also während der Schule hatte ich immer ein bisschen im Sommer gespart, dann habe ich 3 Jahre die Schule gemacht und die letzten 2 Jahre habe ich am Wochenende in der Pizzeria gearbeitet. In der Pizzeria? Isst du gerne Pizza? Ja. Also das ja, so gute Pizza, nicht? Okay. Pizza ist Pizza. Pizza ist nicht Pizza. Und aber da war ich Kellner und ich war der schlechteste Kellner in der ganzen Provinz Massa Carrara. Bekannt. Ich hatte sogar einen Orden hier. Echt, es war dann gesagt, du bist nett, aber als Kellner bist du eine Katastrophe. Trotzdem, als ich fertig war mit Carrara, wollte mit mir eine Gelateria, nicht Pizzeria, weil als Kellner, aber eine Gelateria in Pontremoli aufmachen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe nach Deutschland. Ich gehe nach Deutschland. Ich habe schon einen Laden für dich in Pontremoli. Mach den Laden in Pontremoli. Also du hast nach 5 Jahren deinen Abschluss gemacht in Carrara. Der Schule. War das Bodini hat mich umgearmt und geküsst. Hier. Wirklich? Ja, warst du ein guter Student? In der Schule war ich eine Katastrophe. In der Akademie war ich der Beste. Der Beste? Ich gebe nicht an. Ich bin ich bin nur sachlich. Nur sachlich. In der Schule war ich schlecht. In Carrara war ich top. Und das war auch der Grund, warum Bodini dich dann mitnehmen wollte, oder wie ist das gelaufen? Wie bist du nach Deutschland gekommen? Bist du direkt nach Darmstadt? Nein. Carrara nach Darmstadt? Nein. Carrara ist verschwistert mit Ingolstadt. Und in Ingolstadt gab es so einen reichen Reismüller, hatte so ein Stipendium.
Und die haben mir ein Stipendium gegeben von Carrara nach München. Und ich war da in München ein paar Monate bei Paolozzi und ich habe gedacht, Deutschland ist wie München. Und dann kam ich zurück und habe gesagt, ich muss nach Deutschland. Also München hat dir gefallen? München hat mir sehr gut gefallen. Und dann hast du es mit Darmstadt versucht direkt, oder? Nein. Auch nicht. Und dann war ich fertig in Carrara und da habe ich gesagt, bei Paolozzi muss ich eine Fortbildung machen, kurz eine Fortbildung machen. Ich hatte eine sehr klassische Schule bei Macchi. Ich habe viele Techniken und so weiter und Umgießerei und Marmorarbeiten und das Ganze, alles was zur Bildschauerei zugehört, auch an Techniken und Möglichkeiten, was von Materialien anbietet und so weiter, das alles hat Carrara angeboten. Aber wie gesagt, das war immer eigene Initiative. Das Ding steht da. Nimmst du oder lässt du? Und das hatte ich. Aber ich hatte so einen Überblick da. Was passiert heute? Was ist der Top-Leute heute in der Kunst? Und Paolozzi gehörte dazu, Andreas von Weizsäcker war da und so weiter. Und bei dem habe ich ein Semester gemacht. Und der Paolozzi hat mich gesehen und sofort hat mich genommen und ich musste für ihn arbeiten. Da habe ich für ihn gearbeitet. Was musstest du dort machen? Ich habe Skulpturen für ihn gemacht, das war das Typische. Der hatte ja zum Beispiel von William Blake hatte so ein paar Figuren, Zeichnungen, und hat gesagt, kannst du die umsetzen in Figuren? Und dann habe ich so einen Gips gemacht, direkt, und da fand er sehr gut, und er hat gesagt, machst du es jetzt so? Ja. Dann habe ich es so gemacht, machst du es jetzt so? Ja, so. Und alles am Ende für 400 D-Mark. In der Woche. In der Woche. Und dann, ich hatte schon ein paar Monate gearbeitet für ihn. Also ich habe auch ein Porträt gemacht von Rogers. Ich wusste von Architektur und so weiter nichts, ja. Heute weiß ich nicht so, also weiß ich immer noch nichts, aber damals noch weniger. Und, aber Rogers sah genauso aus wie ein Onkel von mir. Also es war sehr, sehr, also es war wie ein Onkel. Wie der Onkel? Wie der Onkel? Nein, der Onkel von meinem Vater. Den Onkel, den hätte ich auch porträtieren können. Also es ist ein Arsch, aber hat ein gutes Gesicht. Also ich kann man schon differenzieren. Und der kam mit einem Foto und er sagte, ja, wer ist der Kerl? Oh, Paolozzi war ein Fuchs. Das war unglaublich. So. Und hat immer versucht, Paolozzi ist ein Schote, oder ist gewesen ein Schote, ist tot. Aus einer Familie aus Kalabrien. Ich glaube, so eine Kombination. Ein Schotte aus Kalabrien. Ein Schote, die Familie kam aus Kalabrien. Ist das jetzt wieder nicht angekommen, oder? Die Familie, die waren ausgewandert nach Schottland, okay. Und hat da so ein Geschäft aufgemacht, weiß nicht, was da, Kaffee oder irgendwas. Und der Paolozzi wurde Künstler und er ist einer der Gründer der Pop-Art gewesen. Also schon ein phänomenaler Typ, ja, aber er war ein Fuchs. In allem, was da zum Geschäft, Kunst, Geschäft gehört, ja. Und damals ging schon mit diesem Andy Warhol-Geschichte, Kunst, Kommerz und so weiter, da war er schon sehr gewieft. Und haben einfach gnadenlos mit den Menschen gearbeitet. Und ich habe für ihn dieses Porträt gemacht und hier in der Schule später habe ich gelernt, ich habe schon den Rogers porträtiert, aber dann 10 Jahre später. Und Paolozzi war schon tot. Das war jetzt dieser Aufenthalt in München war ein Jahr. Ja. Ist das richtig? Und dann bist du wieder zurück nach Carrara und von dort aus? Nein. Dann, nein, direkt nein, nach ich Darmstadt. Ich war kurz in zwei Monate in München, dann zurück nach Carrara, dann habe ich mein Studium fertig gemacht. Bei Ariela Laspina habe ich Deutsch gelernt und ihren Mann, der hat mein Carabinieri, der hatte hier eine Kugel und ab und zu hat ein bisschen gezittert. Hat er so gemacht, aber ich so, oh, scheiße. Was habe ich jetzt gesagt? Der Schwarzarbeit mal gerettet hat? Der hat mich gerettet, weil da kam raus, dass ich in der Pizzeria schwarz arbeite.
Und der Ex-Polizist mit der Kugel im Bauch war pensioniert und hat die Kaffeeautomaten geliefert in alle Questuren in Carrara, in Massa Carrara. Und hatte gute Kontakte zu den Karabinieren und so weiter und hat gesagt, am Donnerstag, ich glaube Dienstag, Donnerstag oder sowas, oder Mittwoch, Freitag, so, zweimal in der Woche hatte ich meinen Termin bei der Ariela Laspina und da kam der Mann und hat gesagt, dein Dossier liegt da in der Questura, die schicken dich nach Buenos Aires. Wie schicken mich nach Buenos Aires? Ja, du arbeitest schwarz in einer Pizzeria, das geht nicht. Ja, aber das müssen wir irgendwie klären. Also, ich werde es versuchen. Und da ist er hingegangen und hat es gemacht. Ja. So funktioniert es in Italien. Und davon hatte ich genug. Also es ging immer gut, ja, aber davon hatte ich genug, von dieser Unsicherheit. Ich wollte also nach Argentinien und nach Italien wollte ich in ein Land kommen, wo einigermaßen die Strukturen eine gewisse, das, was ihr langweilig findet, ist für mich eine Sicherheit. Ja, es ist so. Ja? Also da, manchmal kommen Leute und sagen, ich gehe nach Argentinien, wie ist es in Argentinien, gehst du freiwillig hin? Ja, gut. Tschüss. Jetzt schaffen wir es aber nach Darmstadt, oder? Jetzt bist und du da war der Bodini war schon in Darmstadt. Bodini war bereits in Darmstadt. Ja. Und du bist ich war in München 89, und ich war in 89 bist du dann auch hergekommen. Ja, genau. Und hast du ihn dann häufiger gesehen, als du dann hier Assistent warst, als in Carrara? Guck mal, die Sache war so. Bodini und ich haben wir uns nicht so furchtbar gut verstanden in Carrara. Trotz des Kusses. Er musste mich küssen, weil ich ich wollte nicht so viel angeben, aber ich habe eine sehr gute Note bekommen. Und dann musste er mich als Präsident, als der Direktor der Kunstakademie, mich umarmen und küssen. Das war Tradition. Da sind wir beide aufgestanden und hat mir geküsst und dabei hat irgendwas Schweinisches hier im Ohr geflüstert. Dann haben wir uns nie wieder gesehen, 2 Jahre oder 1,5 Jahre lang. Und dann, ich war in München verzweifelt mit einem argentinischen Pass, also in Italien Schwarzarbeit geht, aber in München. Also die Strukturen sind gut, sind da, ja, aber ich konnte die nicht benutzen. Und und dann kam der Anruf aus Darmstadt, kannst du Deutsch inzwischen? So. Nein, aber ich bin bereit, das zu lernen. Das reicht uns. Und so bekam ich den Job hier. Und seitdem wohnst du in Darmstadt? Das war scheißegal, ob ich als Kultur machen konnte oder nicht. Das hat ihn niemand interessiert. Also im Fachgebiet hier. Er sagt, Hauptsache, kannst du ein bisschen Deutsch? Ja, ein bisschen. Ja. So, jetzt kommst du nach Darmstadt und bist angestellt beim Professor Bodini, der angeblich auch noch hier war, als ich hier angefangen habe zu studieren. Hast du ihn dann häufiger gesehen? Als ja, ja, wir haben ihn sehr oft gesehen. Da fing die Freundschaft an. Da waren die Distanzen und da haben wir uns sehr, sehr angefreundet. Aber sehr, sehr angefreundet. Aber er war für die Lehre nicht da. Also das war sein weder Deutsch noch Kontakt zu, also es gab keinen Kontakt. Das heißt, du musstest von Anfang an eigentlich die Lehre hier aufbauen. Sehr früh, ja. Warst du allein? Wir waren am Anfang zwei. Die Hibis haben viel gemacht damals. Damals? Also viel gemacht im Thema so Lehre richtig, also organisiert und so weiter, weil keiner reden konnte am Fachgebiet. Keiner konnte Deutsch. Der Bodini kam hierher und kannte kein Deutsch. Und er hat ja genau gesagt, das ist. Er hat, warte mal, ich muss ein bisschen umschalten. Wie hat er immer gesprochen? Hat Italienisch gesprochen mit einem N am N. Hat Italienisch einfach gesprochen? Dammi la Bottiglien. So hat er gesprochen. Dammi la Bottiglia hat er schnell gesagt und viele haben gedacht, er kann Deutsch, ein bisschen kann er schon Deutsch. Dammi la Bottiglia. Wie bitte? La Bottiglia, Bottiglia. So, gut.
hat man nicht verstanden, aber Herr Professor, hat man nicht verstanden, ist schlimm. Du fragst nicht dreimal, Herr Professor, was haben Sie gesagt? Ja, dann denkst du, ich bin ein Depp, ich habe es nicht verstanden. Und so war das ein bisschen. Er war zweimal im Monat hier im Semester. Und damals, als wir noch Semesterferien hatten, kam er nicht. Haben wir keine Semesterferien mehr jetzt? Ich glaube, ist nicht. Abgeschafft worden. Ne? Ja. Ist doch besser so. Finde ich super, ja. Wie lange war Floriano Bodini eigentlich Professor hier? 10 Jahre. 10? Und in den 10 Jahren hast du wahrscheinlich relativ viel über den Laden hier gelernt, nehme ich mal an. Weil ich meine, du hast ja nicht direkt jemanden, der jetzt gesagt hat, pass auf, ruf da an, geh da hin, das ist die Frau Ring oder... Nein, aber wir hatten, es war eine phänomenale Truppe. Also ich habe mich mit Bodini super verstanden. Dann irgendwann wurden so ein paar Akrobatien gemacht und dann bekam ich eine Dauerstelle. Dann war ich da sozusagen, Bodini hätte eigentlich für Kontinuität am Fachgebiet gesorgt, aber da er das nicht konnte, sprachlich und so weiter, ja, dann habe ich da für eine gewisse. Dann kamen hier Leute wie Florian Schlüter, das war ein super Kollege. Mit Florian haben wir fantastisch gearbeitet, 5 Jahre lang. Dann kam Stefan Helfrich. Mit Stefan Helfrich haben wir super gearbeitet. Da konnte man eine Menge, du hast ihn gekannt. Aber das war. Und Oliver Wittan war hier zum Beispiel auch. 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Also mit diesen Leuten konntest du richtig viel machen, viel arbeiten. Der Mark Hasselbach war ein Verrückter, ja, aber mit dem konntest du auch Sachen machen. Am Ende ging nicht mehr. Jetzt bist du also hier in Darmstadt gelandet, hast eine klassische Ausbildung und bist unter Architekten. Und denen sollst du was über Raumgefühl und Struktur beibringen. Und scheitere komplett über die ganze Linie. Wie fühlt man sich dabei und was hat man gemacht, um das zu ändern? Du, wie hast du angefangen? Also angefangen habe ich, wie ich angefangen habe, macht keinen Sinn zu erzählen, weil wir, also in den 90er eine Schule hier aufzumachen mit Bodini war, eine Mini-Akademie aufzubauen. Und das war ein Fehler. Und dann haben wir versucht, relativ schnell das zu korrigieren. Und früh haben wir angefangen mit einigen von, wahrscheinlich erinnern Sie sich noch, haben wir diese klassischen Köpfe abstrahiert, so mit Fäden und so weiter, und die mussten modelliert werden. Das war auch schwer. Das war super schwer. Und neulich kam der Oli und meinte, also diese Übung sollten wir eigentlich nochmal machen. Das war eine sehr gute Schule. Ja. Also wenn wir das machen, falls nochmal kommt, ja, dahin. Beschwerden gehen an den Behörden. Weil die ersten Übungen, die ich hier gab, war sehr, sehr so poetisch, Baum und Rutschbahn und so weiter. Kein Mensch hat verstanden, was da war. Ja. Aber das war diese poetische Geschichte aus Carrara, ja, mach mir Baum und Rutschbahn. Gemeint waren Kontraste. Aber sie haben es nicht gesagt, sie haben Baum und Rutsche. Baum und Rutsche. Und dann haben Studenten in der Unterstufe haben eine Rutsche modelliert und einen Baum modelliert. Das war so scheiße. Baum und Rutsche. Und dann Fluss, Thema Fluss. Und so ging ein Jahr oder so. Dann haben die Studenten in Ton einen Fluss modelliert. Das war schrecklich. Das war echt schlecht. Und dann haben wir es einfach aufgebaut und ich habe immer versucht zu reagieren auf die neue Generation. Also irgendwann habe ich gemerkt, die neuen Leute, die kommen, die bringen ganz andere Einsätze. Und ich bin sozusagen der Thermometer da, der sorgt dafür, dass die Temperatur zwischen 20 und 37 bleibt. Aber ich möchte sehr gerne, dass die Leute, die jetzt hier zu uns kommen, also, zum Beispiel haben wir Junmir und Frank, die kommen aus einem ganz anderen Milieu, ja. Also die meine, bis jetzt hatten wir Darmstädter und so weiter, und der Frank kommt aus Offenbach und die Junmir kommt aus Düsseldorf, sind Künstler, die haben mit Architektur eher
wahrscheinlich so viel zu tun gehabt wie ich. Also nicht direkt aus deiner Schule, aus einer Architekturschule, was weiß ich, Darmstadt oder was weiß ich. Und das ist eine ganz andere Linie. Und dann versuche ich immer, das zu integrieren in den Lehren. Und für mich ist auch sehr wichtig, und das ist geblieben von Carrara, der, wenn man kreativ ist oder versucht kreativ zu sein in unbaut, Skulpturen oder Häuser und so weiter, mit welchen Materialien baust du? Und diesen Materialien irgendwie in irgendeine Form kennenlernen, was da die Möglichkeiten sind. Weil ich die Überzeugung bin, wenn du mit diesen Materialien dich identifizierst, erhöhst du deine, potenzierst du die Fantasie. Also rein abstrakten, das hatten wir neulich, rein abstrakt so Formen irgendwie zu entwerfen und so weiter, die in irgendeinem Material zu machen sind, ist wahrscheinlich super lustig, aber es bringt nicht richtig weiter. Als Architekt oder als Bildhauer? Als Gestalter. Als Gestalter im Allgemeinen. Ja. Und dann haben wir angefangen mit so Geschichten wie zum Beispiel, was mache ich mit einem Kurs, der heißt Positiv und Negativ? Weiß ich nicht, ja. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ein Student in ein Objekt macht und diesen Objekt abformt und dann die Herstellung eines Werkzeugs, und nicht irgendein Werkzeug, ich kannte das von München, die haben Griffe für einen Stechbeitel irgendwie geschliffen, ja. Das fand ich ein bisschen bescheuert. Was soll ein Künstler? Also, und dann so, ach so, hast du ein Werkzeug hergestellt? Das ist doch scheiße. Aber ein etwas kompliziertes Werkzeug herzustellen, ein Werkzeug, womit du Modulen herstellen kannst, ja, dann machst du erstmal ein Objekt und dann das Objekt wird abgeformt, eine Form aus 5 verschiedenen Teilen gibt es und so weiter. Also als ich fertig in Carrara war, war noch nicht in der Lage, sowas zu machen und das habe ich bedauert. Und das finde ich wichtig, weil dann lernt er die Möglichkeit, ob er das später benutzt oder nicht benutzt. Einige benutzen das, wahrscheinlich 10% bleibt da, die anderen haben es einfach abgehakt und gesagt, das mache ich nie wieder, macht man sie nur schmutzig. Aber wenn man so eine Geschichte macht, oder wenn zum Beispiel man in Bronze gießt in Schongrad, ja, dann hast du einen Prozess genannt. Und wenn er einen Prozess durchgemacht hat, kommt man, glaube ich, wie bei mir gewesen ist, in der Logik, wie gehst du mit anderen Prozessen um? Welche sind die Schritte? Das hast du heute gelernt, oder? Mit den Prozessen? Haben wir heute viel drüber gesprochen, ja. Also ich habe so die Vorstellung, wenn man jetzt seit dem 14. Lebensjahr in einem Bildhaueratelier arbeitet und zeichnet und dann auf eine Künstlerschule geht und so weiter und Carrara, dann ist man ja wahrscheinlich mit 19, 20 schon so weit, wie man die eigenen Studenten nicht bringen kann an einer Architekturschule, weil es ist ja, gibt verschiedene Meinungen dazu, aber der künstlerische Anteil hier im Haus ist ja nicht 100%, wie wir alle wissen. Und mich würde mal interessieren, ob du das nicht als frustrierend empfindest? Nee, frustrierend finde ich, wenn ein Student wie letzte Woche kommt und sagt, sie sind eine Belastung. Das finde ich frustrierend. Aber das passiert einmal alle 20 Jahre und das kann ich verkraften. Kunst ist in dieser Schule eine Belastung. Wer war das? Matrikelnummer? Nein, das war im Rahmen einer Diskussion. Jetzt aus dem Kontext genommen, klingt ein bisschen heftig, ja. Aber das war die Aussage. Und das war nicht alleine, das war eine Situation. Und das ist neu. Und ich schiebe alles auf Bachelor und Master. Das ist Public Enemy für mich. Das ist für mich zurzeit Public Enemy. Also es gibt wahrscheinlich super Möglichkeiten. Ich fliege hin und fliege zurück und mache hier ein Modul, mache dort ein Modul. Ich sehe das. Wahrscheinlich ist es top, ja? Ich erkenne das noch. Also für mich ist es erstmal so, dass der notwendige Freiraum im Kopf ist erstmal weg. Und wir, die Künstler, brauchen das, weil die Verdauung sehr langsam ist in Kunst und Gestaltung. In anderen Sachen, man lernt, man schreibt, man nimmt ein Buch, man hält ein Referat oder ja. Also ich glaube, in Gestaltung oder in Kreativen, ich glaube auch in Entwerfen muss auch so eine Geschichte sein. Ich habe noch nie Architektur entworfen, aber ich kann mir vorstellen, dass es so eine Geschichte ist, wo du einfach
Sachen werden gesagt, du hörst sie, da musst du mehrmals üben, das muss mehrmals Nein gesagt werden, bis du langsam in eine Denkstruktur einsteigst und in der Kunst und Gestaltung und allgemein Wahrnehmung und Beobachtung und aus direkt, wir haben diese Geschichte Haut der Stadt gemacht, deswegen direkt, weil das ganze Schöne um deine Umgebung herum, ja, durch das Alltägliche nicht wahrgenommen wird. Wie den Lebenspartner. Ja, irgendwann ist es langweilig. Aber er ist immer noch so schön wie früher. Oder sie. Du würdest gerne den Anteil oder die Zeit, die wir hier im Haus aufwenden für diesen künstlerischen Teil, also das, was in B passiert, erhöhen. Ja. Wie kriegen wir das denn unter einen Hut mit dem neuen System? Kriegen wir nicht. Nicht, gar nicht. Aber ich würde sagen, mehr Kunst. Je mehr Kunst Sie machen am Anfang, desto besser werden Sie entwerfen. Ich würde zum Beispiel, sind wir alle da, ich würde viel Kunst einpacken am Anfang und dann gar nicht mehr, bis zum Master. Und Master am Ende eher. Also jetzt einfach so gestrickt. Ja. Master eher am Ende und am Anfang viel, viel Kunst, also viel Freiheit, viel Erfahrung sammeln, viel Zeichnen vor allem. Die Diskussion war mit diesem Student letzte Woche, Sie sind eine Belastung. Herr Ausländer, Sie sind eine Belastung. Herr Ausländer, Herr Kopp, ihr beide seid Belastung. Bei mir kann ich das überhaupt nicht vorstellen. Und die Sache war, bei einer Arbeit war die Sache, die Idee war sehr gut, wir hatten die Idee begleitet, das war in Pflichtbach, die Pflichtbach B, was sie jetzt im Master machen müssen, alle 120, jawohl. Dieser Student hatte eine sehr gute Idee von Anfang an, wir haben die Idee immer gesagt, das ist super, arbeite einfach weiter und so weiter. Und woran ist er gescheitert? Dass er nicht in der Lage war, sich, was wir auch neulich besprochen hatten, durch Skizzen, das sage ich immer, klingt ein bisschen komisch, ja, aber durch das Skizzen, dieses private Zeichnung mit sich zu kommunizieren. Also eine Idee im Privaten, das ist ein privater Vorgang, hat noch nicht mit der Darstellung zu tun. Es hat nur mit den Entwerfen, mit dem Entwickeln einer Idee. Du sitzt da, zeichnest, wirfst weg. Probierst du nochmal, probierst du nochmal. Und irgendwann durch dieses Machen, Probieren, Kritisieren, kritischen Blick entsteht eine Beziehung, eine enge Beziehung mit deiner Kreation damit, was das ist. Und die Antwort von ihm war, ja, aber am Ende brauchen wir eine klare Darstellung, irgendwie in einem Laptop oder in einer, ich erkenne da keinen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Also Sie können einfach zeichnen und dann die Darstellung machen. Eine Sache ist die Entwicklung einer Idee und das funktioniert am besten per Hand. Ja? Sie haben schon das Werkzeug in sich, in DNA schon mitgeliefert, garantiefrei. Was wollen Sie noch? Und das andere ist eine Sache, die hat mit der Darstellung zu tun. Dann würde ich einfach trainieren. Also eine Sache ist die Darstellung, eine Sache ist die Entwicklung der Idee. Für die Entwicklung der Idee ist dieses Zeichnen grundsätzlich. Und da haben wir uns nicht verstanden. Und da wurde ich plötzlich belastend. Belastend. War das ein Einzelfall? Nein. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr, weil ich glaube, ich bin noch nicht betrunken, ja, ich rede einfach trotzdem ein bisschen offen. Ich glaube, wohin wir gehen, ist, dass durch diese Verschulung die Leidenschaft und die Begeisterung weg ist, im Studium. Wahrscheinlich viele, die dann später, das reicht, wahrscheinlich später im Büro und so weiter, aber was ich früher kannte aus dieser Schule, war schon im Studium eine enorme Begeisterung. Also Rainer Kurka hat die Schule hier fertig gemacht, hat Diplom bei Heger gemacht mit einer 3 und war 5 Jahre bei mir Bildschauerei. Komplett verrückt. Ja, aber so eine Person kannst du heute, sehe ich schwer, also ich kann es mir kaum vorstellen, diese Strukturen.
Sind es die Strukturen, die die Studenten verändern? Oder ist es auch so, dass du jetzt mit anderen Studenten zu tun hast als früher? Das kann ich noch nicht sagen. Das kann ich noch nicht sagen. Das wäre wahrscheinlich ungerecht. Aber es hat sich viel geändert. Ich glaube, ich bin nicht alleine, der das merkt. Also die solche Berufe, ja, wenn jemand Notar sein will, ich weiß nicht, wie man Notar sein will, wie begeistert sein kann. Also ich kenne ein paar Notare und ich kann mir nicht vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde Bildhauer, ich werde Künstler, ich werde Architekt und so weiter, da kann ich mir schon eine gewisse Schauspieler, ich kann mir eine gewisse Begeisterung vorstellen. Also. Und das durch diese Strukturen, glaube ich, ist ein bisschen weg. Aber ich weiß nicht, ob die Strukturen sind oder sind einfach ein Generationenwechsel. Ja? Ich weiß nicht, wie viel der Rechner ausmacht. Ich weiß nicht, wie viel dass man heute braucht man eigentlich sich kaum bewegen. Warum soll ich in Kino gehen? Dann mache ich YouTube oder Anio und was weiß ich und gucken, hol mir einen Film. Ein Buch, ich gucke mir den Film an und so. Also es wird wenig gelesen, aber ich weiß eigentlich, jetzt sind die großen Bücher, ja, einfach dieser Spaß ans Lesen. Die Zeitwahrnehmung ist anders als meine 50 Jahre. Was würdest du denn einem Studenten von heute empfehlen, wie er sich verhalten soll in diesen Strukturen, die wir jetzt mal halt haben? Eigenständigkeit und Qualität. Und ich weiß nicht, ob nur mit dem Rechner das erreichbar ist. Und wie kommt man dahin? Also auf jeden Fall muss man aktiv werden und nicht passiv. Also wenn zum Beispiel ein Thema bei uns gearbeitet wird und was wir hatten, also jetzt bin ich sehr geprägt von den Erfahrungen in den letzten 3-4 Wochen, ja. Aber wir hatten das sehr oft, dass der Student für eine Abgabe arbeitet und nicht für ein Thema. Dann halte ich das für einen Fehler. Also ich nehme schon eine 4 in Kauf oder eine 5 in Kauf, wenn ich davon überzeugt bin. Wenn ich in einer Kommission sitze, ja, und den Mund aufmache, in ein Fach, das nicht meiner ist, und sage irgendeine Meinung. Es kann kommen, dass du sagst, Ariel, was sagst du? Aber so sehe ich das, ja. Und dann muss ich dazu stehen, irgendwie. Und das erwarte ich auch von einem Studenten. Und nicht, dass gearbeitet wird zum Beispiel für eine Abgabe oder gearbeitet wird für eine Abgabe. Oder für ein CP oder 2. Ja, das ist noch schlimmer, ja. Für den Bachelor. Ja, allgemein, diese CPs-Geschichten ist dann absurd. Das ist der Wunsch, alles messbar. Es macht logisch. Es ist logisch, wenn man das organisiert, ja. Wenn du das organisierst und organisierst du Schulen weltweit und so weiter und der geht jetzt nach Singapur und der von Singapur geht jetzt nach USA und der aus USA kommt nach Darmstadt und das muss ich irgendwie managen, dann macht es Sinn, dass es Punkte sind. Weil wenn du siehst, was die Leute dafür geleistet haben, ist trotzdem immer noch nicht vergleichbar. Der muss immer noch trotzdem Sachen machen. Wir haben hier in Darmstadt immer noch, weiß nie wie lange, aber immer noch einen Schwerpunkt Kunst, zum Beispiel. Andere Schulen haben das nicht. Der Uwe Kuckertz hatte das nie. Er hat in Hannover studiert. Der hat Kunst, was soll ich mit Kunst? Vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu. Wir würden gerne jetzt die Runde so ein bisschen öffnen. Wir müssen ja nicht immer hier sitzen und Fragen stellen. Sondern ihr dürft das jetzt auch. Gerne auch der Ariel als eine Belastung empfunden hat. Nein. Wer ihn auch noch als Belastung empfindet, wir können uns da zusammentun. Belastung kann ich nicht sagen. Also einmal kam einer und meinte, du sagst nie was. Du kommst, guckst und gehst. Sag was? Was soll ich sagen? Aber daran erinnere ich mich auch noch, als wir mit Städtebau zusammengearbeitet haben. Da kommt dann, ey. Ey, ey, ey,
Es gibt es gibt es gibt unterschiedliche. Ist nicht Gut. Ja, ist aber kann anders sein. Aber ich glaube nicht, dass man immer, also mindestens da was gesagt werden muss. Und bevor ich was sage, muss ich mir erstmal die Sachen angucken. Und das war einer von ACT, beim ACT Modellieren. Das ist auch einer, der macht jetzt bei Hilde, macht er jetzt Lehrbeauftragter. Der hat viel bei uns modelliert, ist fertiger Architekt, arbeitet in Frankfurt und so weiter und zeichnet immer noch und macht eine künstlerische Karriere. Und der meinte zu mir irgendwann, du musst sagen, wenn ich dir was sage, dauernd was sage, ja, dann willst du ein Arielito. Ich will kein Arielito. Du sollst Ralf sein und ich bin Ariel. Und das ist doch wunderbar. Wenn ich sehe, dass ich da irgendwie ein bisschen nach rechts oder nach links schieben soll, dann kommt. Aber diese dauernde so über die Schulter gucken und Hand führen und so weiter, das so eine Lehre habe ich nie gemacht. Es ist für mich kontraproduktiv. Also was wir brauchen, und heute im Bachelor und Master brauchen wir immer, wie gesagt, Eigenständigkeit. Die müssen alle irgendwie, darüber wollte ich nicht reden, aber ich schätze, in 3 Tagen. Unterschiede werden immer wichtiger. Unterschiede. Wenn in Darmstadt zum Beispiel das und das und das gelernt wird und in anderen Schulen nicht gelernt wird, das wird immer wichtiger. Das wird immer wichtiger, weil sonst macht keinen Sinn, einen Bachelor hier zu machen oder dort einen Bachelor zu machen, weil Bachelor überall weltweit gleich ist. Ja. Aber wenn hier Sachen angeboten werden, oder hier sind die Personen, oder, und die will ich kennenlernen, oder die machen das in dieser Form, das legt Wert. Also ich finde die Gelegenheit relativ günstig, Ariel jetzt Fragen zu stellen, weil so gesprächig habe ich ihn auch selten erlebt wie heute. Vielleicht will von euch mal jemand wissen, was das letzte heißen sollte. Oder vielleicht gibt es ja auch von den Assistenten Fragen, die ihr immer schon mal in der Öffentlichkeit stellen wolltet. Vorsicht, ne? Oder auch von den Professoren, Kollegen. Hast du auch Revolutionsfantasien? Was, ne? Hast du auch Revolutionsfantasien? Revolutionsfantasien. Soll ich übersetzen? Nein. Revolutionsfantasien. Nein, es ist Revolutionsfantasien, die ist... Guck mal, ich schiebe das in der Kunst, ja, weil Revolutionsfantasie ist für mich ein bisschen breit und ich weiß nicht, ob du es politisch meinst oder rein Kunst. Anders machen. Umschalten. Ja, habe ich. Ja, habe ich. Neu starten. Nee, so in der Hinsicht nicht. Aber da, dass ich zum Beispiel, also ich würde sagen, also, dass ich manchmal zum Beispiel Skulpturen mache und dann sage ich, Mann, das sitzt. Es ist eine Mini-Revolution, aber es ist so Revolution. Also jetzt mein Leben auf Reset zu machen, sehe ich keinen direkten Bedarf. Also, weiß ich nicht, wahrscheinlich fahre ich jetzt in die Heidelberger Straße und ist alles so wie da abgerutscht und weg und dann muss ich anfangen. Aber also von mir aus alleine so neu zu starten und so weiter, habe ich 2-mal gemacht und das reicht. Das ist super anstrengend. Ja, es ist. Meint ja nicht für dich, sondern für die Situation. Hier? Ja. Ja, da mussten wir dann, aber ich keine Ahnung wie, aber ja. Das traue ich mich heute. Also im Professorium manchmal möchte ich auch gerne machen. Also nicht jetzt eine Revolution, wo ich was ich einen Tisch nehme und so, aber wo wir einfach sagen, Leute, das geht einfach nicht. Ja.
Dass wir einfach erkennen, dass es eine Situation ist, die wahrscheinlich nicht so richtig produktiv ist. Ja? Und das müssen wir ändern. Jetzt haben wir eine Situation, was machen wir damit? Ja? Und dann wahrscheinlich müssen wir revolutionär denken. Das wäre ja. Also ich glaube nicht, dass wir das rückgängig, dass es sinnvoll ist, etwas rückgängig zu machen. Kommen wir zurück zu alten Strukturen und so weiter. Davon glaube ich nicht. Also jetzt sind wir da, da schwimmen wir mit, sind wir in den Kanu, aber also machen wir so oder machen wir so oder ich weiß nicht. Aber das muss, irgendwas müssen wir schon sicher machen. Ja. Joe Eisel hat auch eine Frage. Gut, diese positive Seite der Vergewaltigung, so hatte ich das noch nie. Also ich wurde noch nie vergewaltigt und das wäre wahrscheinlich eine Erfahrung. Also ich möchte den Täter oder die Täterin kennenlernen und dann sollten wir weiterreden. Aber im Prinzip, was du da fragst, in der Welt der Künste, da passe ich nicht so richtig rein. Und ich lerne immer sehr gerne. Ich lerne ihn. Das hat mir der Maki schon damals gesagt. Ja, du bist ein sehr guter Schüler. Mal gucken, was du damit machst. In der Sache, dass ich sehr gerne aufnehme. Ich habe noch nie aufgehört, Italienisch zu lesen. Ich habe Deutsch gelernt, ich lese Deutsch und so weiter. Also ich bin sehr wissbegierig. Das ist eine Sache, ist in meinem Charakter. Ich lerne sehr gerne neue Sachen. Und Architektur gehörte dazu. Also mir fehlte zu Architekturstudium schon in Argentinien. Meine Mutter wollte mich dahin schicken, weil ich ein paar Bücher, Architekturbücher gekauft hatte. Aber ich hatte andere Bücher auch gekauft. Sage ich dir später. und dann hatte sie gesagt, also mach Architektur und so weiter. Dazu fehlte mir total die Leidenschaft. Also das habe ich einfach, für Kunst war ich weg. Also alles, was dazu gehört, ja, zu diesem Matsche und so weiter, das hat mich irgendwie begeistert. Bronze gießen, die Hitze und diese Marmor hauen und so weiter, das hat mich immer begeistert. Die Kunstwelt und die Künstler einige Künstler, aber vielmehr das, wie nennt man die Fische, die um den Haifisch schwimmen? Pilotfische. Pilotfische nennt man die. Remoras ist das Wort auf Spanisch. Ist ein wunderschönes Wort. Also diese ganzen Dinge, die mitschwimmen, damit hatte ich ein Problem. Einfachere Probleme, wo du einfach sagst, nee, komm nicht in Frage, mach nicht mit. Andere Probleme, wo, um deine Karriere zu verfolgen, ganz unterschiedliche Zugeständnisse machen musst. Da wäre aber die Vergewaltigung richtig unangenehm. Da hätte mir sie richtig wehgetan. Weil es eine Sache, die mir wichtig ist. Der Moritz Neumann hat mir einmal gefragt, warum kommst du nicht in die Synagoge? Da habe ich gesagt, Moritz, es ist mir zu wichtig. Ich kann noch nicht. Irgendwann. Aber jetzt ist mir noch zu wichtig. Und das war genauso wie mit der Kunst. Es ist mir viel zu wichtig. Ich kann damit nicht so richtig frei jonglieren. Die Lehre hat mich immer interessiert. Und da habe ich gesagt, also bei den Architekten kann ich auch was lernen. Und ich lerne, ob ihr das glaubt oder nicht, viel bei euch. Und meine Kreiskurse sind immer die Fünferkommissionen, wo ich Gott sei Dank immer lande. Wahrscheinlich in Zukunft weniger, wenn alle besetzt sind, dann werde ich einfach zu Besuch kommen. Aber erstmal lande ich da drin. Und da lernt man richtig viel. Und das hat mich immer sehr interessiert. Das war für mich eine Erweiterung. Hat mich aber Türen zugemacht, im Sinne von Kunstakademien und so weiter, weil ich diesen Wege nicht so richtig verfolgen konnte, vom Charakter her. Nicht, weil er nicht wollte, vom Charakter her. Ich konnte es nicht.
die Frage beantwortet? Welche? Die Vergewaltigung, Frage, das später. Die Zeit, die ich verbracht habe in drei Kunstakademien, habe ich irgendwie gelernt oder gemerkt, hier irgendwie in meine persönliche, rein persönliche, private Entwicklung komme ich nicht richtig weiter. Wahrscheinlich werde ich reicher, wahrscheinlich werde ich berühmter oder berühmt. Aber ich komme nicht richtig weiter in meine, was ich mitnehme irgendwann, wenn ich sage, wir sehen uns in einer halben Stunde, ja? Dass ich sage, was habe ich hier gemacht, ja? Was ist mit diesem Ding hier drin? Was habe ich damit gemacht? Habe ich mich nur produziert und damit Geld verdient? Oder habe ich da irgendwas was mitgebracht? Habe ich was gelernt und so weiter? Und irgendwie will ich schon lernen, ja? Und wenn ich mit euch bespreche oder wenn ich da die Arbeiten sehe und so weiter oder wenn ich jetzt durch Städte laufe und so weiter, sehe ich die Welt anders. Und das erstmal kann man nicht mal sagen, reicht mir. Es ist mir echt wichtig. Und da bleibe ich hier eher gerne. Ich glaube, 85% der Studenten zurzeit finde ich das ein bisschen schade. Aber wo siehst du diese Fakultät oder diese Schule in 5 Jahren? Gut, wenn das nicht passiert, was der Markus anspricht, nicht da, wo sie war. Schlecht. Ja. Ich sehe sie dann schlecht. Ja. Nein, da passt kein E, dann passt eher ein. Ich muss ein bisschen denken. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann hinsetzen und richtig an die Sache arbeiten, zusammen und so. Also ich glaube nicht, dass wir eine Revolution machen. Also Revolution hat immer was Positives und was Negatives. Ja, die fallen manchmal Köpfe oder Familien werden in den Keller erschossen und so weiter. Das brauchen wir nicht. Aber ich meine, so eine Sache, wo wir sagen, Leute, das haben wir geerbt, damit müssen wir jetzt leben, jetzt optimieren wir das auf top. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, da ist Profil. Ja, auf 5 Jahre. Ja. Das ist ein neues See. Wer soll denn damit anfangen? Markus. Markus ist jetzt Dekan, er kann damit ein bisschen die Peitsche benutzen, ein bisschen antreiben. Aber nur damit glaube ich nicht, dass es so richtig klappt. Also es muss sich irgendwie eine Gruppe finden. Immerhin, weißt du, da hast du 18 Personen da vorne, die Verantwortung dafür tragen in einer Schule. Und dann müssen sie sich finden und Überstunden machen. Also jetzt anfangen zu sagen, also jetzt das gehört mir nicht oder dafür werde ich nicht bezahlt und so weiter, dann funktioniert es nicht mehr. Dann muss so richtig einfach mit Begeisterung an eine Sache glauben. Es ist ein Club. Wir machen einen Club. Club der Freunde, was weiß ich. Freund, wir lassen uns fotografieren nackt oder sowas. Weiß nicht. So eine Sache, wo wir einfach an etwas glauben und wir treiben es dahin. Gegen Winde auch, oder wo Leute sagen, was es geht, egal in welche Richtung das geht, ja. Aber du hast jetzt diese Situation, es hat sich jetzt verändert seit Bologna, wir können das nicht zurückrudern, weil es absurd ist, weil es nicht geht, und weil es auch keine richtige Lösung wäre, und dann würde ich einfach sagen, suchen wir das, schnitzen wir da eine Spitze, und wie das aussehen kann, weiß ich nicht. Kunst wäre auf jeden Fall eine große Chance.
Ich bin sicher, Kunst wäre auf jeden Fall eine große Chance. Je mehr Kunst diese Leute machen, je mehr Kunst sie machen, desto schärfer werden sie. Ja, ich bin überzeugt. Aber Kunst machen bedeutet nicht bei uns da ein bisschen die Gipsmodelle bombardieren. Ja? Also der ist zum Beispiel Museen besuchen, die Kunstmessen besuchen, schauen, was da passiert ist. Das sind Vulkane. Was an Ideen. Und das wahrscheinlich wäre nicht schlecht, wenn wir so auch anbieten oder die Kunsthistoriker das anbieten und so weiter. Aber Kunst. So, am Ende, die Leute gehen dahin, gehen in ein Museum, ja, und gucken sich das Zeug an. Wenn es 50 Jahre alt, 60 Jahre, 100 Jahre alt ist, ist es ein Meisterwerk. Also wenn es 2 Stunden alt ist, ist es wahrscheinlich scheiße. Wie funktioniert das? Das ist nicht logisch. Ja, und das, so ist das aber. Guck mal die MoMA, guck mal, was dieses Museum ist. Da kommst du nicht rein. Nicht nur an den Ruhetag, ich meine sonst. Abwarten. Mich treibt noch was. Ich habe jetzt bei der Vita zwar aufgepasst, aber nicht mitgeschrieben. Und habe irgendwie abgespeichert, das kannst du widerlegen. Aber Björn hat ja mindestens 2-mal gefragt, ob du da schon deinen eigenen guten Ton hattest. Während dem Studium und so weiter. Ja. Und dann hast du das am Anfang immer verneint. Ich glaube, in Carrara habe ich abgecheckt, dass du 5 neue Techniken gelernt hast im Umgang mit Materialien, oder? Und dass man sein Material lieben muss. Wenn ich das Ganze andersrum betrachte oder Schüler und sage, du hast eigentlich Handwerk gelernt und keine Kunst, außer dass das ja miteinander verquickt ist, dann glaube ich, hast auch ein paar Mal gesagt, eine ziemlich harte Ausbildung hinter dir gelegt. Und eigentlich ist das, was du heute kannst, erst ein Jahre späteres Ergebnis, eine Ausbildung, die du dir vielleicht völlig anders vorstellen wolltest, nämlich Kunst, und die vielleicht gar nicht so funktioniert, dass du so ein Künstler wirst, wie du bist. Zu kompliziert. Nein. Ja. Das war eine verkackte Frage. Nein, das ist das Also andersrum, wie viel Handwerk und Technik und ich sag's mal Grundlagen und Input und Hätte und alles Mögliche braucht es in der Ausbildung, damit man irgendwann in sich im Kopf und Bauch und Herzen genau. In der Zeit, mit Erfahrung das so bearbeiten kann, dass man sich ausdrückt, was man ohne das gar nicht schaffen würde. Da muss ich angeben. Das ist die einzige Möglichkeit, weil die Sache war so, wie gesagt, in Carrara habe ich das genutzt, das Angebot war da, aber ich habe es bewusst benutzt. Ich bin zu den Leuten hingegangen, sonst will der Italiener nicht arbeiten von sich aus. Warum denn? Und ich hatte meinen Klumpen Ton, ich habe meine Skulpturen gemacht, ich habe meine Skulpturen dann nicht gewusst, erstmal, wie setze ich das um in Marmor, wie setze ich das um in Bronze und so weiter. Und diese ganze Geschichten wollte ich lernen. Die Sache ist jetzt nicht so, dass es ist eine große Freude, wenn du eine Skulptur hast, du das, und es ist irgendwie ein Klumpen Ton, unfertig und so weiter, und dann plötzlich hast du das Ding in Bronze. Das ist das hast du gemacht, ja. Das hast du gegossen und so weiter, dieses ganze Erfahrung, sondern was das alles, was in diesen Prozessen passiert. Und was alles in diesen Prozessen passiert, irgendwann hat gereift in diesem Prozess, was du gerade sagst, und kam zu einer ganz anderen Geschichte. Kunst hatte ich in Carrara nicht. Hätte ich das gehabt, bin sicher, wäre ich heute besser. Im Sinne von was passiert in der Welt, was wird jetzt gemacht, wie drucken sich andere Leute aus, Kunst ist erstmal große Freiheit. Hätte auch passieren können, nicht bei mir, aber bei ein paar anderen Kollegen hätte wahrscheinlich passiert, oder ist sogar passiert. Ja. Ja. Gut, aber da gehört, deswegen musste ich sagen, ich muss da ein bisschen angeben. Aber
ich war getrieben von einer Sache, die ich da irgendwie geahnt oder gesehen habe. Aber hätten uns die Leute, Bodini vor allem, oder die Schule in Carrara, weniger Nein gesagt und mehr Ja gesagt. Kunst ist erstmal Freiheit. Ob es sich durchsetzt, das kann nur die Zeit sagen. Die Zeit, 20 Jahre, 30 Jahre, sagt ihr, das ist Giacometti, das ist kein Giacometti. Aber Giacometti, als ich diese Figuren gemacht hat in Stampa, alleine, mit der Zigarette und die Hure nachmittags, kann ich mir nicht vorstellen, dass er gedacht hat, das wird eine Bombe sein. Ja? Dass er wurde da getrieben. Er hat da eine Sache gesehen. Und ich glaube, was wir erstmal mit Kunst, sage ich, dahin gehen und zeigen, wohin, was, wo die Strömung geht. Wie absurd manchmal, wie Murakami, ja, da habe ich einmal die Möglichkeit, in der Ringvorlesung mitzusingen. Da habe ich gesehen, wie reihenweise die Leute aufstanden und gingen. Und die, viele sind aufgestanden bei der Frage Murakami, ja. Murakami ist ein Phänomen. Murakami macht Mangas. Es gibt noch eine Frage von Günther Pfeiffer. Ariel, was hältst du von der These, jeder Mensch ist ein Künstler? Und alle Leute, die hier sitzen, sind Künstler. Ich behaupte das auch mal. Würdest du es damit umgehen? So wie er das gemeint hat, ja. So wie wir das meinen, nein. So wie er das gemeint hat, war erstmal schlau, fuchsig, so wie er war. Also er war fuchsig, eventuell sogar ein bisschen demagogisch. Aber er hat der Mensch als Kunstwerk auch so gesehen, in allem, was er macht. In allem, was er macht. In alle Gesten, die er macht. In alle Handlungen, die er macht. Das ist alles ein Kunstwerk. Das kann alles als Kunst interpretiert werden. Das ist einfach Performance. Kommt daher. Und da kann man sagen, in seine Logik, deswegen so ausgedruckt, wie er das ausgedruckt hat, ist demagogisch. Aber dahinter sehe ich da eine Aufwertung im Alltäglichen. Ich habe es irgendwann gesagt auch, seid nicht so unvorsichtig mit den Ideen. Geht nicht so unvorsichtig mit euren Ideen um. Und als ich damals diese DAM-Geschichte machen musste, dann zwei Tage zu spät, wollte ich alles abgeworfen alle Modelle wollten wir sagen, wollten wir einen Berg, ein Monument, sozusagen ein Denkmal an die verworfene Idee mitteln da in der Geschichte machen. Nur der Hausmeister war schneller. Pecos Will war schneller, schon wieder. Oder Willy the Kid war schneller. Und er hat uns die Modelle drei Tage oder eine Woche früher weggeworfen. Die Idee war das. Und das glaube ich, das ist, was er meint. Ich glaube nicht, dass alle Künstler sind. Es gibt noch eine Frage von einem noch Mitarbeiter. Ja. Olli. Nein, konnte ich nicht. Ich konnte, sagen wir mal, als Architekt richtig arbeiten, wäre es, muss man lernen. Meine Schwiegermutter kann das, ich kann das nicht. Sie kann das, sie kann das auch. Sie ist Architektin. Sie ist keine Architektin, aber sie ist plötzlich Architektin. Und das gibt, du kennst das, wir kennen das alle. In der Kunst ist extrem, wir alle, die Kunst machen oder alle, die mit dieser Situation konfrontiert sind, kommt irgendjemand und sagt und empfängt an, uns Architekten oder Bildschauer und so weiter, was über Raum zu erzählen und so weiter. Ja? Und das wäre genauso, ich gehe zu einem Rechtsanwalt oder einem Arzt und fange ich an, über die Pankreas was zu erzählen oder hier die Dinge. Was erzählen Sie für einen Quatsch? Naja, ich habe auch die Sendung geguckt. Ja. Und man beschäftigt sich mit Kunst und man beschäftigt sich mit Architektur und glaubt deswegen zu wissen, mitreden zu können, wir sind alle Architekten, ja. Aber
Man ist ohne Studium, ohne Vorbereitung, ohne alltägliche Auseinandersetzung mit Thema Kunst oder Architektur und so weiter, man ist so frupp wie Mana. Das ist absurd. Deswegen würde ich sagen, ja, ich würde sagen, Architektur kann ich nicht machen. Ich kann eine Meinung geben. Wie da oben gebe ich meine Meinung oder ich habe eine, was weiß ich, ich verstehe was von Komposition, ich verstehe was von Dimensionen oder ich verstehe was von einiges. Aber ich kann entwerfen, ist ein Beruf. Das heißt, ich kann das nicht. Aber gute Architektur für mich, das kennst du auch, braucht mir nicht zu gefallen. Braucht mir nicht zu gefallen. Also ich brauche immer, und das habe ich auch in einer Diskussion irgendwann, ich brauche immer eine Eigenständigkeit, eine Position, dass eine Epoche, dass ein Mensch, dass es das, oder ein Land oder irgendwie so, durch eine Architektur oder eine gestalterische Leistung sich erkennbar macht und verewigt. Wir haben keine große Chance, uns zu verewigen. Und das sage ich immer, wir sind das Bewusstsein des Universums. Ich kenne keine andere Möglichkeit des Universums, sich selbst in Frage zu stellen, als wir. Meine Katze wahrscheinlich, aber... Ich glaube, wir haben noch eine Frage. Ja, also zu der Geschichte und zu dem, was du gerade sagst, ich glaube, dass dieses Gestalten auch immer an bestimmten Stellen nicht gefallen darf. Das heißt, Gefälligkeit ist niemals gut. Und diese Aussage von eben, jeder ist ein Künstler, das war ja auch für eine bestimmte Anzahl von Sekunden gewünscht. Der Olaf Jasson, der sagt ja, die Qualität der Kunst liegt nicht im Objekt, sondern im Auge des Betrachters. Also ist unabhängig vom Objekt zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie du ihn akzeptierst, aber was hältst du von so einer Aussage? Also für mich ist die Qualität nur messbar in der Zeit. Nur messbar in der Zeit. Und in diesen Geschichten, also ein Phänomen, was mich unglaublich beschäftigt, sind Typen wie Antonin Artaud oder Van Gogh und so weiter. Das sind solche Persönlichkeiten. Antonin Artaud meinte irgendwie, dass die Gesellschaft, Suicidado por la sociedad. Dass die Gesellschaft Van Gogh selbst gemördet hat. Das war die Übersetzung aus der, also vom Französischen auf Spanisch und dann wieder auf Deutsch. Also das Buch heißt Van Gogh, der Selbstgemordete von der Gesellschaft oder sowas, so einen Titel hat das Buch. Und ich glaube, also ich suche auf merkwürdigerweise, ich suche nicht das Schöne. Was Bodini immer mir gesagt hat, mach's schön. Ich sagte, mach's schön, was ist das für ein Kommentar? Wie soll ich das machen? Mach's schön. Soll schön sein. Ja, Schuhe kann man so machen wahrscheinlich. Oder, keine Ahnung. Aber Kunst ist eine andere Geschichte und in Kunst kommt immer, oder in richtige Kunst, es ist sehr schwer, das zu beurteilen. Deswegen bin ich immer vorsichtig in der Begutachtung von Kunst und der Betrachtung von Kunst. Oder sagen, das ist gut oder das ist schlecht, das ist stark oder das ist weniger stark oder das ist prägnant oder weniger prägnant, ist für mich immer die Zeit. Ich brauche immer Zeit. Und ich glaube, die Gesellschaft braucht auch immer Zeit. Es werden viele große Künstler heute sich wieder irgendwie in der Zeit redimensionieren, so wie Picasso sich redimensioniert, so wie Henry Moore sich redimensionieren hat. Und Amann sagt heute, Henry Moore, das ist sau langweilig. Henry Moore ist sau langweilig. Henry Moore war the top of the mob of the mob. Das war oben, ja. Und das ist jetzt langweilig. Ich finde es nicht langweilig, aber sowas kommt. Und daher, Sind auch Phänomene der Akzeptanz und ich glaube, dass die Akzeptanz macht noch nicht die Qualität der Kunst. Das ist auch eine andere Geschichte. Also es ist wahrscheinlich, gibt es Künstler und Kunstobjekte. Oft sind die Künstler eher akzeptiert als die Kunstobjekte. Die Kunstobjekte, man guckt und sagt, was ist das? Das ist von ihnen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja? Ein Traktor von Ariel Ausländer ist nicht ein kleiner Fiat von Picasso.
Da guckst du den Fiat und holst du den Fiat. Viel teurer als der Traktor. So ist das. Es ist komisch. Also es ist in Geschichte. Aber ich lasse die erstmal in allem Betrachtungen, was in der Kunst ist, bei mir diese ganze Marktgeschichte, Akzeptanzgeschichte und so weiter, erstmal weg. Ich denke nicht darüber. Also ich gucke mal, es gibt die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man zum Beispiel, mache ich auch oft, oder also vorlesen, ja, lese da und rede mit der Stimme eines anderen und rede und lese vor. Oder ich höre mir die Musik und dann bilde ich mir ein, ich höre jetzt gerade mit seinen Ohren von großen oder von kleinen. Ich höre mit den Ohren von Madonna oder von, wie heißt der, Timberline oder was weiß ich, wie die heißen. Oder von Beethoven oder von Mozart. Ja? Ich höre mit seinen Ohren. Ich höre gerade oder ticke, die Welt tickt für mich in seinem Rhythmus. Das ist Kunst. Die Kunst bietet dir das an. Ja? Und wenn du einen Körper siehst oder ein menschlicher Torso siehst und siehst du das mit den Augen, mit deinen Augen, oder kannst du das betrachten mit den Augen von Michelangelo? Und das sind Fenster. Die Kunst öffnet immer Fenster, sind Fenster, die du plötzlich da hast. Es gibt keine Möglichkeit, wir können uns alle lieben, ja, wir können eine große Kommune machen, wir können Sex alle miteinander haben, wir können eine große Kommune machen, oder? Aber wir werden nie in seinen Kopf gehen, nie in den Kopf gehen. Ich werde nie mit deinen Augen die Welt sehen oder mit deinen Ohren die Welt sehen oder mit deiner Zeit, mit deiner inneren Zeit das haben. Das habe ich, wenn ich mit der Kunst auseinandersetze, wenn ich mit Mozart Zeit lebe oder mit das Weib mit dem Augen Rubens sehe. Egal. Aber nicht möglich. Ariel, das Thema Zeit ist bei uns jetzt auch so ein bisschen fortgeschritten, bevor wir jetzt alle draußen ganz viele Würste essen, damit der Wurstbaron auch zufrieden ist. Und bevor Insa noch ein paar Worte zum neuen Generalist sagt und der Frank auch, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das war ziemlich unterhaltsam. Und jetzt würde ich gerne einen tosenden Applaus hören für Ariel Ausländer. Applaus